wunderschöner Morgen hier in der Eifel, typisch. Ein bisschen regnerisch, aber trotzdem Sonne, windig, trotzdem angenehm. Ich möchte mal mit einem kleinen Mythos aufräumen, was uns Männer betrifft. Inspiriert durch einen Beitrag im Deutschlandfunk am Freitag auf der Autofahrt hierher, gab es einen Beitrag über Paartherapie und da war auch eine Paartherapeutin eingeladen. Also ganz interessant erstmal. Und irgendwann sagte sie währenddessen sowas wie, also es ging um Fremdgehen. Und dann sagte sie, Frauen sind da, wenn den Frauen das in Beziehung passiert, die sind da deutlich unzufriedener und die Männer irgendwie nicht. Und da haue ich dich auf und dachte, das hört sich ja erstmal nach totalem Käse an. Weil das weiß ich, das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass Männer einfach so, dass denen das egal ist, wenn man sie betrügt und wenn man ihnen fremd geht. Also mir würde jetzt spontan kein Mann einfallen, dem das so völlig scheißegal ist. Der damit nicht irgendwie unzufrieden wäre. Dann habe ich das auch gestern mal hier in der Männerrunde geteilt. Und ich habe in Gesichter geschaut, die das auch nicht verstehen konnten. Wie kann man zu solchen Äußerungen kommen? Und ich meine, ich kann mir vorstellen, vielleicht lag etwas anderes hinter dieser Äußerung. Aber dann muss man das bitte an alle Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten und Leute, die sich mit Paar- und Bindungs- und Beziehungstherapie beschäftigen und da unterwegs sind, dann bitte einfach klar und vernünftig ausdrücken, weil solche Aussagen, die gehen nicht. Ich kann mir vorstellen, dass das auf sowas fußt wie, oh ja, Männer fühlen ja weniger, die sind ja nicht so emotional. Und wenn wir aber auf diesen alten Mythos zurückgehen, dann sind wir eigentlich schon wieder, dann sind wir schon ein paar Jahrhunderte zurück mit unseren ganzen Wissenschaften und mit unseren ganzen therapeutischen Erkenntnissen und so weiter. Also das muss ich mal an der Stelle sagen, weil ich weiß, dass Männer fühlen. Ich fühle all die Männer, die hier sind, ja, und das ist jetzt erstmal, ich beziehe mich sehr auf das Hier und Jetzt, die fühlen, das habe ich gestern gemerkt. Die zeigen auch ihre Gefühle. Das habe ich beim Hacker, beim Krafttanz gemerkt. Das merken wir in den Runden. Das war in der Schwitzhütte ganz deutlich. Wir haben Dinge miteinander geteilt in dieser Hütte, die man vielleicht erstmal so auch nicht miteinander teilen würde. Und das ist, glaube ich, der Knackpunkt. Wir Männer sind einfach anders und das sollten wir als Männer akzeptieren. Aber das sollten vielleicht auch die Frauen akzeptieren. Wir sind da anders. Vielleicht zeigen wir das nicht sofort. Vielleicht sind wir erstmal stiller. Vielleicht stehen wir einfach auf und drehen uns um und gehen weg. Das heißt aber alles nicht, dass wir nicht unzufrieden damit sind, dass uns das nicht berührt, dass uns das nicht auch betrifft und dass uns das nicht auch verletzt und dass uns das nicht auch irgendwie wehtut. Tut es ganz genauso. Das möchte ich hier nochmal in Erinnerung bringen und dieser Mythos, Männer fühlen nichts, Männer sind nicht so emotional, ist totaler Bullshit. Der Unterschied kann sein, wenn du Männer triffst, wo du das vermutest oder denkst, die haben es vielleicht einfach nicht gut gelernt, das zu zeigen. Was aber wiederum darauf fußt, die haben es selber einfach nicht gut gelernt oder gezeigt bekommen, wie sie innerlich überhaupt damit umgehen, mit Gefühlen, mit Emotionen, mit Belastung, mit Stress, mit Überforderung, mit Schmerz, mit Wut, mit Angst, mit Traurigkeit. Aber das sollte uns nicht dazu verleiten, zu sagen, ach, Männer, denen ist es egal, wenn sie betrogen werden.